ihr wundervollen Herzlichter. Starke Kräfte hier auf Erden, und dieser Monat Oktober ist einer der kraftvollsten im Jahr 2022, einer der kraftvollsten Monate. Der Monat Oktober bringt wahrlich Quantensprünge und Kraftpotenzierung voran. Das liegt natürlich auch an der Kraft der Sonne, die wir spüren, aber auch an den mystischen Verbindungen unserer tiefen Seelenessenz, die wir jetzt auch durch die kosmische Anbindung deutlicher spüren. Wir sind heute am 5. Oktober am letzten Tag der 20 Zentrumstage. Und so ist heute auch der heilige Raum für uns geöffnet, um die Dankbarkeit fließen zu lassen, vor allem die Dankbarkeit an die Engel und Lichtwesen, die Danksagung an die kosmischen Energien und auch die Danksagung an die Naturwesen und die Mutter Erde. Denn große kosmische Freiheit, Wiedererlangung der kosmischen Freiheit in uns geschieht. Der ganze Monat Oktober steht im Stern der Freiheit. Der Freiheitswelle in uns und der Freiheit natürlich auch in der Evolution der Menschheit, indem wir jetzt auch in eine neue Ausrichtung kommen. Und so möchte ich ein kurzes, wundervolles Update heute hier geben, was wir heute für eine unglaubliche Kraft der lemuranischen Saatcodes, der lemuranischen Kristalle bekommen. Wir haben heute starke lemuranische Saatcodes spürbar und auch als Energietor öffnend vor uns und empfänglich. Es bringt uns die Empfindsamkeit anzunehmen und auch unsere Einzigartigkeit und voller Anmut auch zu leben. Diese besonderen Barcodes, die oft auch in Kristallen, in kristalliner Gestalt einer Form eingewebt wurde, meist in Quarzvarianten, sind sehr wirkungsvolle Heilsteine, die auf ihrer Oberfläche von Streifen durchzogen, in eingravierten Barcodes vereint sind. Sie haben eine weibliche, empfängliche Energie, die uns helfen soll, eine femininere Lebensweise zu wählen, um die Evolution unserer Spezies zu unterstützen. Deswegen dürfen wir heute ganz besonders visualisieren, uns in einem himmelblauen Wasser zu visualisieren, in Harmonie mit allen Lichtwesen. Und wenn du einen lemuranischen Saatkristall besitzt oder selbst auch lemuranische Kristalle zu Hause hast, halte sie gerne in deinen Händen, verbinde dich mit dieser Kraft. Und vor allem lasse sie in deine linke Hand spüren, rufe die Ahnen von Lemuria bei und lade sie ein, ihre Weisheit und ihre Wesenheiten, die sie mitbringen, mit dir zu teilen. Es ist eine ganz kraftvolle Energie, die uns jetzt durchflutet, denn wir sind verbunden heute ganz besonders mit dem Feuer- und Wasserdrachen. Und er bringt natürlich unser Leben in die Kraft der Liebe, in den Fluss. Das bereitet uns auch auf eine Veränderung vor, auf ein schnelles Vorwärtskommen natürlich. Und wir dürfen Unerwartetes erwarten. Das heißt, wir dürfen wahrlich spüren, wir dürfen uns vergnügen und wir dürfen spielen. Und deshalb sind heute auch die Kräfte von Lemuria so kraftvoll bei uns, weil sie gleichzeitig natürlich auch die Wahrheit unterstützen, ganz besonders unsere Seele mit unseren wunderbaren Gaben und uns den Wert, den wir als der Einzigartigkeit in uns tragen, zu genießen in unserem Leben, voller Anmut zu leben, eben weniger durch Abwehr, sondern mehr durch Vertrauen geprägt ist. Es geht nicht darum, dich selbst zu schützen, sondern dich zu öffnen und dein wahres Selbst zu zeigen. Und das ist oft eine Schwierigkeit, die man immer wieder mal für sich selber bewältigen darf. Denn jede Herausforderung ist ja eine Chance deines Lebens. Und du bist undurchdringliches Schutzschild. Du hast all das in dir. Du kannst dein wahres Ich in Erkennung geben. Du darfst jetzt sichtbar werden. Und da sind die Sirianer sehr stark dabei, um uns eine freie Fahrt zu schenken
um uns auch in diese Befreiung zu bringen. Also Lichtheilung ist heute aus der kosmischen Kraft auch sehr verbunden und auch Seelenbalsam. Also das hat was mit Trost, mit Trauer zu tun, vor allem wenn wir Abschied nehmen dürfen von Altem, loslassen dürfen, auch geliebte Menschen verabschiedet haben oder gerade verabschieden, dürfen wir diese Lichtheilung unseres seelenvereinigten Seins spüren. Also wir fühlen, wie Trost und Verständnis uns umhüllt und wie Heilung aus den höchsten Ebenen zu uns fließt. Reine Glücksgefühle kommen jetzt zu uns auch indessen für die, die jetzt einen mutigen Weg vorangehen. Also wir dürfen diese Kraft heute zum letzten Tag unserer 20 Zentrumstage, die wir jetzt hier beschritten haben, wirklich nochmal in eine Öffnung spüren, also ein Tor der Schöpfung, die Vesica Pisces, die da nochmal ganz stark kommt, denn in der vollständigen Durchdringung zweier Wirklichkeiten offenbart sich das göttliche Licht natürlich wahrlich in neuer Form. Und der Engel der Hochsensibilität ist natürlich auch bei uns, um uns zu sagen, dass wir unsere Hochsensibilität wirklich ehren dürfen. Also es ist eine sehr tiefe und intensives Fühlen, was wir spüren. Und das ist eine Gabe. Wir dürfen das nicht unterdrücken, weil andere Menschen das vielleicht nicht verstehen. Erkenne deine feinen Sinne, das Geschenk, das du bist, und nutze sie, um alles in der Tiefe zu durchdringen und das Leben in seiner Vielfalt zu genießen. Achte ganz besonders auf deine Grenzen, auf deine Bedürfnisse, weil natürlich, wenn man ein sehr hochsensibles Wesen ist und man natürlich in einen großen Trubel gerät oder in viele Menschenmassen auch umgeben ist, dann ist es immer wieder wichtig, in der Stille neue Kraft zu tanken. Und da darfst du dich auch immer wieder spüren, wann ist es gut, sichtbar zu sein und wann ist es gut, wieder in meine Stille zu kehren. Das ist das Geben und Nehmen, der Ausgleich dessen, der Polaritätseinheit, eben auch von Lichtschatten, von Geben und Nehmen, von Schöpfen und auch von Entschleunigen. Das alles hat seine Kraft. Ja? Also das ist wahrlich eine sanfte und vor allem segensbringende Energie, die jetzt bei dir ist. Und diese Hochsensibilität, die jetzt da ist, ist auch wahrlich heilerisch und segensbringend. Und ja, die tiefe Verbundenheit der Engel möchte dich natürlich auch mit der Natur spüren lassen, weil natürlich wir, wenn wir in der Stille, in der Verbundenheit mit der Feinfühligkeit, die wir in uns tragen, auch mit der Natur uns verbinden, wird sie uns immer wieder nähren und Kraft spenden. Und das spürt man jetzt auch. Also die Mutter Erde ist ja mittlerweile nicht mehr in einem Feld. Ihre Aura, also die Seele, Gaia, Lady Gaia, ihre Seele, die Kraft des Planetens, also die Erde ist der Planet natürlich, aber auch die Seele des Planeten hat eine Schwingungserhöhung erfahren. Und auch ihr Erdenkristall jetzt ist sehr stark jetzt aktiv und präsent, vor allem in der kosmischen Herzausrichtung. Und ihr Gitternetz strahlt mittlerweile schon viel, viel deutlicher, als man das sonst erkennen konnte. Also ihre Lichtaura, ihre Lichtkörper ist aktiv. Das bedeutet, sie steigt in die vierte Dimension klar und deutlich ein im Übergang in der fünften Dimension, was ich spüren und empfinden kann aus meiner Wahrheit. Und ich kann die Mutter Erde sehr deutlich spüren, wie sie ihre Hochsensibilität jetzt spürt und sehr feinfühlig auf gewisse Dinge ist und sich natürlich jetzt auch öffnet und weitet und sehr stark reinigt. Also man spürt es eben, dass eben der Nebel sehr präsent ist, was natürlich auch mit den Ahnen in Verbindung steht, aber auch der Nebel bringt Wasser und dass auch wiederum das Luftelement, also ihre Auraschicht, gereinigt wird durch den Nebel. Und natürlich auch ganz besonders der Regen, der immer mehr präsent ist jetzt, der alles jetzt in eine Durchlichtung mit dem Wasser bringt. Also Licht und Wasser, Geist und Materie werden sozusagen eins und die kosmische Energie strömt in das Wasser, in die Kristalle, in die Zellstruktur. Unser Körper hat ja die Möglichkeit, dass unsere Zellen sich immer neu programmieren können. Und genau ist es jetzt mit der Erde. Durch das Wasser, das jetzt einfach durch den Regen kommt, durch den Schnee, durch den Nebel, all das wird jetzt wie umprogrammiert von der Erde, dass sie in ein höheres Bewusstsein treten kann. Und das passiert auch mit unserer Evolution, mit der Menschheit. Und deshalb sind die Kristalle aus Lemuria,
Lemuria so aktiv, aber auch aus Atlantis. Also wir haben da starke Energien, um wieder in diese Rückverbindung zu kommen, unserer Ursprungskraft, die auch aus Atlantis und Lemuria sich widerspiegelt. Die Ahnen sind natürlich sehr kraftvoll mit Avalon verbunden, also auch das Energiefeld aus Avalon hat eine starke Kraft, denn sie sind ja Verbinder. Sie waren immer schon in der Verbundenheit mit vielen Welten und Ebenen. Und deshalb dürfen wir uns auch vor allem in dieser Verbundenheit mit den Naturwesen, den Drachen, den Feen, Elfen und auch den Engelebenen spüren, den Kristallwesen natürlich, denn uns begleitet heute der goldene atlantische Drache. Er hilft uns, in die Weisheit des goldenen Atlantis uns zu erinnern darin. Wir wachen sozusagen auf in unser Wissen, in unsere Talente zurück. Und wir dürfen unsere Meisterschaft, unsere Macht wieder zurückfordern, annehmen. Da sind wir natürlich wieder in Verbundenheit mit dem Widerlang der kosmischen Freiheit. Und die kosmische Freiheit ist die Energie, die wir in uns ja in verschiedenen Frequenzen, vor allem in der Christusenergie spüren dürfen. Also wir haben jetzt einen wundervollen Transformationsprozess, den wir gerade alle hier im Oktober beschreiten, vor allem in der Energie der Freiheit. Und dass diese großen Mengen von Christusenergie, also hohe Mengen, ganz starke goldene Energie strömt in die Mutter Erde, in den Planeten ein, natürlich auch so in uns, damit wir kosmische Freiheit ja erlangen in jedes Teilchen unserer Existenz. Also sie führt uns in unsere persönliche Freiheit zurück. Und die kosmische Freiheit verbindet uns natürlich auch mit den Elementekräften und der Freiheit der Seele und des Geistes. Also wir kommen in eine starke Frequenz der kosmischen Freiheit. Und diese positive Energie wird natürlich auch an allen Menschen und allen Wesenheiten guten Willens geschickt und auch in die Frequenz der kosmischen Freiheit, die uns in die Befreiung führt dadurch. Ja? Also es sind natürlich, wir dürfen uns jetzt in ein starkes goldenes Licht hüllen. Wir dürfen uns vor allem mit goldenem Licht nähren. Also das Gold ist sehr spürbar. Goldenes, weißes Christuslicht. Es nimmt ja auch, wir gehen ja jetzt in das goldene Christuszeitalter, also goldene Zeitalter genannt. Und wir dürfen uns mit der Frequenz der Christusenergie spüren, in unserem Herzen wieder auffüllen und so in alle Richtungen unseres Seins ausbreiten. Es ist das Bewusstsein der Evolution, der wir jetzt hier spüren, als eine kosmische Freiheit, es ist eine Bewusstwerdung der neuen Evolution. Und deswegen bitte ich heute in tiefster Liebe, dass wir uns heute öffnen, um das Licht, die Liebe und die Informationen der kosmischen Christusenergie heute in uns aufzunehmen und zu empfangen. Denn das kosmische Christuslicht verankert sich in unserem Herzen und verbreitet sich in alle Räume, Zeiten unserer Existenz. Die kosmische Christusenergie verbindet uns mit weiteren reinen menschlichen Herzen, jetzt und natürlich in diesem Raum. Unsere Seele verbindet sich auch mit der Frequenz der kosmischen Freiheit und nimmt sie in ihrer Matrix auf. Wir verbinden uns mit der Kraft unseres Geistes, mit der Intelligenz der kosmischen Freiheit. Und so dürfen wir heute unsere Kraft des Geistes bitten, allen Wesen zu helfen, die die Frequenz der kosmischen Freiheit benötigen und die Frequenz der kosmischen Freiheit empfangen wollen. Diese Bitte, die Intelligenz der kosmischen Freiheit um Hilfe für den Planeten Erde und auch die Seele von Lady Gaia hineinfließen zu lassen. So bitte ich auch die Intelligenz der kosmischen Freiheit um Hilfe für die Seele der Menschheit, jetzt und in diesem Raum. Es ist die Kraft und die reine Absicht, die wir jetzt hier haben und rein und klar auch ist, Liebe, Licht und Freiheit verbreitet sich in uns, in allen Wesenheiten und natürlich in uns, in allem, was ist. Und diese kosmische Freiheit dürfen wir jetzt spüren, denn unsere Ahnen sind sehr, sehr intensiv und kraftvoll mit uns, weil wir uns natürlich auch jetzt vollkommen reinigen und befreien können von niederschwingenden Energien. Wir können heute und hier in diesem letzten Tag der 20 Zentrumstage die Absicht geben, dass wir uns von allen niederschwingenden Energien aus unserem System in allen Seinsebenen unseres Seins befreien, ausleiten, reinigen und so wieder vollkommen mit der goldenen Liebe in unserem ganzheitlichen Sein auffüllen, in jede Ecke unseres Seins, in jedem Seinszustand unseres Seins. Da haben wir wieder die Energie des Ich Bin,
Ich bin eins mit allem, was ist, und selber zu spüren in der Ich Bin-Präsenz. Und da kommen wir wieder in die Energie des inneren Gleichgewichtes, dass wir auch wirklich die Verbundenheit der Elementekräfte in uns spüren. Ich erde meinen Körper. Ich bin reines, fließendes Wasser. Ich erhöhe meine Feuerkraft, das Licht in mir. Meine Schwingung erhöht sich in Leichtigkeit schwebend. So bin ich und atme die Güte und Liebe bewusst und frei. Ich bin verbunden mit allem Sein. Mein inneres Gleichgewicht schwingt in Einheitsbewusstsein. Oma, vereine. Sieh nah, Ursprung, Soma, Einheit. Oma, sieh nah, Soma. Diese Worte bringen dich in ein inneres Gleichgewicht, in dein vereinigtes Bewusstsein. Und deshalb jetzt auch zum besonderen 5. Oktober, wo das Zentrumstag, die 20 Zentrumstage jetzt in die Vollendung gehen, möchte ich euch vorbereiten, dass zum 6.10. ganz besonders in der Kraft am Donnerstag die Kraft der Drakoniten beginnt. Das ist ein Sternenbild, eine universelle Drachenenergie, die natürlich auch sehr verbunden ist mit dem Meteorstrom, das heißt mit dem Meteoritenschauer. Die Drakoniten sind nämlich ein wiederkehrendes Naturspektakel und haben meist kurz nach dem Sonnenuntergang, kann man sie sehr gut sehen. Also das sind wirklich unglaubliche Energien, die wir jetzt spüren können. Also die Kraft der Sonne ist natürlich sehr intensiv jetzt. Also man kann wieder Sonnenstürme spüren. Aber wir haben eine starke kosmische Kraft, die wiederum mit den Sternen verbunden ist. Und die Drakoniten sind jetzt von 6.10. bis 10.10. Und genau in dieser Zeit bin ich selbst geführt, in die Schweiz zu reisen. Und zwar zu der Lebenskraftmesse in Zürich. Ich werde selbst am Freitag gemeinsam am Nachmittag auf der Bühne sein mit wunderbaren Kolleginnen und auch am Sonntagnachmittag und würde mich so sehr freuen, dich dort in der Schweiz kennenzulernen und mit dir gemeinsam, ja, zu schwingen und diese wundervolle Energie, die jetzt eben auch und verbindend vor allem am 9. Oktober zur Superkraftvollmondin, auch Jägervollmondin genannt, im Krebs steht, ein kosmische Kraft, die wir jetzt wirklich spüren. Es geht um die kosmischen Wesenheiten, um unsere Sternengeschwister. Denn wir kommen jetzt in eine starke Kraft und ich nenne sie wirklich Superkraft Vollmondin deshalb, weil ich sie genauso spüre. Es ist eine gigantische Lebenskraft, kosmische Lebenskraft, auch Lebenskraft deiner eigenen Energie, die jetzt da aus dir heraus strömt und gebiert. Und das beginnt vor allem am 9. Oktober, denn die Vollmondin, Superkraft-Vollmondin, steht um 22.55 Uhr vollkommen in ihrer Kraft. Das ist meist, also am Abend, in der Nacht, werden wir sehr starke Energien spüren. Also unsere Seele wird eine sehr starke Energie aufnehmen und wir werden mit neuer Lebenskraft erwachen, sozusagen in den 10. Oktober hinein, was ja der letzte Tag der Drakoniten ist. Und genau zu diesen Tagen bin ich geführt, in Zürich in die Schweiz zu kommen. Und das hat wiederum einen ganz besonderen Grund, denn die Schweiz hat ja auch den Heiligen Gral der Segnung. Und diese Segnung verbindet sich mit der Kraft der Vollmondin. Und deshalb wird diese Energieübertragung ganz besonders um 9.20 Uhr über Zoom stattfinden, die Superkraft-Vollmondin. Diese Energieübertragung werde ich aus Zürich schalten dürfen und freue mich sehr, mit euch dann auch dort gemeinsam zu schwingen. Es geht darum, dass wir die Energie dort empfangen, dass wir die Energie der Lebenskraft, der kosmischen Wesenheiten empfangen, die jetzt für uns, also unsere Sternengeschwister, unsere Lichtfamilie, kosmische Weisheit fließt in uns ein. Es ist vor allem die goldene Energie im weißen Schein, im weißen Glanz, die jetzt über das Christusbewusstsein zu uns fließt. Und deshalb möchte ich euch nochmal verbinden mit den Drakoniten. Das ist nämlich die Ursprung, das ist das Sternenbild des Drachen. Das ist der Ursprung, den wir finden im Sternenbild des Drachen. Und dieser befindet sich vor allem im nördlichen Himmel, also in der Nähe des kleinen Bären, welcher auch mit dem
kleinen Wagen in Verbindung steht. Also diese hellsten Sterne der Konstellation, die Etamin und die Altweit, und bilden den Kopf des Drachen ab. Also das sind die Sterne, die Etamin und Altweit sind die Namen der Sterne. Und dort ist eben die Drakoniten-Energie verbunden. Und genau in diesem Zeitraum, vom 6. bis zum 10., strömt die Lebenskraftmesse in Zürich, aber strömt auch eine starke universelle Drachenenergie. Das heißt, wir sind sehr stark mit den Drachen verbunden. Das heißt, du kannst dich in dieser Zeit sehr intensiv mit deinem Drachen verbinden. Es kann auch ganz gut sein, dass dein Drache mittlerweile eine ganz neue Energie angenommen hat. Denn wenn du dich, und auch die Erde wandelt sich ja auch, dann wandelst du dich auch. Und dann wandelt sich natürlich auch dein geistiges Team. Also es ist nicht nur so, dass sich die Erde wandelt, sondern auch die Planeten, die Sterne, also die kosmischen Energien, die Wesenheiten, unsere Sternengeschwister. Auch sie wandeln sich. Es ist wie ein Netzwerk, was alles miteinander schwingt. Und deshalb kann es sein, dass neue Krafttiere an deiner Seite sind. Dass vielleicht dein Drache, der vorher an deiner Seite war, neue Kraft in sich trägt und auch sich selber im höheren Bewusstsein gewandelt hat. So wie auch Jocelyn ihr Bewusstsein gewandelt hat von der 9. Dimension in die 12. Dimension. Das nennt man Quantensprünge. Quantensprünge sind wirklich genauso wie man es auch nennt, Quantensprung. Man ist von einem Moment in den nächsten in einer neuen Frequenz. Das kann sehr schnell passieren und dann ist man erstmal zum Sortieren ausgerichtet. Also man weiß selber noch nicht ganz, mit der neuen Kraft umzugehen, erobert sich dann dadurch, ist spielerisch am Lernen. Und genau das sollen wir jetzt tun. Wir sollen uns bewusst mit unserem inneren Kind verbinden, weil wir jetzt wirklich tanzen dürfen und spielerisch durch die Welt froh, lockend und jauchzen dürfen, um die Synthese, die Synergie zu spüren, die wir jetzt hier in dieser Zeit spüren. Und das ist wirklich eine sehr starke Verbindung, auch was wir jetzt in der nächsten Zeit auch spüren werden, denn es beginnen die nächsten Portaltage, die am 10. Oktober nach den Drakoniten beginnen. Also ihr merkt schon, dieser Oktober hat es wirklich in sich. Wir haben von 6.10. bis 10.10. die Drakoniten. Und genau am 10.10. beginnt bis zum 20. Oktober sozusagen die 10er Portaltagereihe. Und diese Portaltage stehen in der Kraft der Zukunftsenergie, also der Schöpferenergie. Also sind die Portaltage der Zukunft, da sind wir sehr verbunden mit der Resonanz, mit der magnetischen Liebesschöpfung. Es ist der Grundstein in die Zukunft. Man nennt es auch die Verpuppung in das Neue hinein. Also wir selber sind wie sozusagen wie so Schmetterlinge, die jetzt gerade sich wandeln und ihre neuen Flügel beobachten, ihr neues Schwingungsfeld ausdehnen und damit beginnen gerade sich zu erobern. Und es gibt da kein richtig oder falsch. Es ist einfach auszuprobieren und es ist eher die wundersame Magie, die wir jetzt spüren dürfen, was alles möglich ist. Und genau das beginnt jetzt zum 10. Oktober bis zum 20. Oktober. Und in dieser Zeit darfst du dich wirklich sehr gut ausrichten, hochschwingende Gedanken zu haben, also Manifestationskraft ist hoch. Du kannst wirklich Visionsboard erstellen in dieser Zeit, also wirklich dein Ziel in die Zukunft ausrichten, gute Gedanken in die Zukunft haben, im Moment, im Hier und Jetzt gut ausgerichtet sein und gut geerdet zu sein und eben sich zu beschäftigen, was möchte ich jetzt, was möchte ich in der Zukunft sein, was möchte ich in mein Leben ziehen, was sind meine Ziele. Und da kann ein Vision Board eine wirklich gute Hilfe sein, also wirklich basteln, malen, mal dir das auf, schreib es dir auf, manifestiere es in einem Buch. Also das Schreiben hat ja was mit Materie zu tun, also manifestiere, weil du es dann visualisierst und notierst, kommt das noch stärker in dein Feld und kann es sich auch dann erst ausdehnen, ja? Also diese Kraft, die wir jetzt hier spüren, hat eine starke Energie und genau jetzt soll ich dir diese Energien in dein Feld holen, soll ich dich erinnern für das, was jetzt hier gerade geschieht, denn ganz besonders nach dem 20. Oktober, wenn die 10er Portaltagereihe vorbei sind und in die Vollendung gehen, gehen wir am 22.10.2022, was ja wieder eine Doppelmagiezahl ist, und Jocelyn hat ja jeden Monat von 20., 21. und 22. ihre Magietage. Sie ist ja ein Lichtbringer, ein kosmisches Wesen, um die kosmische Energie in uns wieder zu erinnern.
und vor allem ein Friedensbringer, ein Freiheitsbringer der kosmischen Liebe. Und genau zum 22.10.2022 wird sich ein großes Venustor öffnen. Es ist eine Venusenergie, eine weibliche Energie, die wiederum in eine Liebesenergie, also ein Romantiktag. Es ist wirklich eine Ausgeglichenheitsenergie, eine sanftmütige, eine berührende Energie. Es ist die Magie der Romantik. Eine starke Romantik wird uns durchdringen. Also die Venusenergie ist ja die Liebesmagie. Und wir werden unsere weibliche Kraft ganz deutlich spüren und vielleicht auch eine starke Anziehung auch zu unserem Partner. Neue Liebesenergien werden sich verbinden. Wir werden Schwesternschaften, starke Schwesternenergien spüren. Wir werden aber auch eine starke Verbundenheit der neuen Liebe spüren, der neuen Liebe der neuen Zeit. Also da kann man vor allem zum 22.10. sehr starke Segnung der Partnerschaften, der Liebesenergien, der Familiensegen spüren. Und genau das passiert in diesen 3 Tagen. Also ihr merkt, es geht wirklich durch. Es enden am 5. Oktober die Zentrumstage. Dann beginnen sofort am 6.10. bis 10.10. die Drakoniten. Und von 10.10. bis zum 20.10. beginnen schon die Portaltage der Zukunft. Und genau dann fließen wir vom 20., 21. und 22.10. in die kosmische Segnung ein, die wiederum mit Joseline sehr stark verbunden ist. Also es ist eine rasante Energie, eine kraftwirbelnde Energie, die einer Freiheitswelle spürbar ist, die unüberwindbar ist. Es ist eine Freiheits-Friedens-Heilungswelle, die gigantisch ist. Und es ist wirklich eine Durchlichtung, die wir jetzt spüren. Und da kommen wir zum 25. Oktober so wirklich ein bisschen zum Durchschnaufen. Es ist die Neumondin im Skorpion und die hat eine partielle Sonnenfinsternis. Das bedeutet, dass die Sonnenfinsternis also die Mondscheibe, nur Teile der Sonne verdeckt werden. Und dann trifft sozusagen der Halbschatten des Mondes auf die Erde und ist Teilfinsternis, nennt man das auch. Teile dieser ist verfinstert oder geht in die Sonnenfinsternis. Und diese Sonnenfinsternis ist um 11.11 Uhr, ist der Beginn des Ganzen, und die Sonnenfinsternis endet um 13.10 Uhr. Und genau am 25. Oktober zur Neumondin ist diese Kraft der Heilung und vor allem im Kollektiv. Also es ist eine Heilungswelle im Kollektiv spürbar, und genau da darf ich eine Meditationsaufnahme für deine kosmische Freiheit, für deine Verbindung des Wir-Bewusstseins aufnehmen. Also wir gehen da in eine starke Zentrierungswelle. Also in uns selber, um uns zu spüren, auch in dem Lichten und in der Dunkelheit, in dem vereinigten Sein. Es ist nichts getrennt, es gibt keine Trennung mehr. Und dass wir uns dessen von dieser Lichtschatten oder Geben und Nehmen, von Stärke und Schwäche, dass man immer diese Trennung spürt, dass das aber nicht mehr da ist. Es ist nicht mehr da, die Trennung, es ist die Einheit, die Verbundenheit, die wir jetzt leben, die da ist. Und genau das darf jetzt im Kollektiv mehr spürbar sein. Und dann kommen wir vor allem nach dieser besonderen Heilungswelle, dieser vorbereitenden Welle der Neumondin. Ja, vor allem haben wir nochmal einen Portaltag am 30. Oktober, der vorbereitet auf den 31. Oktober zum Samhainfest. Das ist sozusagen der Auftakt der Ahnen, der Weltenbrücke, die sich da öffnet. Samhain ist ein Tor in die Anderswelt, in die mystischen Welten sozusagen. Es ist ein Weltenlichttor, das sich öffnet, eine Neugeburt, die Brücke zwischen den Welten. Man nennt es auch Weltenüberbrückertag. Und das hängt natürlich auch wiederum mit der Unsterblichkeit, mit der Sterblichkeit, aber auch zusammen, also mit dem Vergänglichen, mit dem Tod, mit unseren Ahnen. Das alles spielt da eine große Rolle. Wir dürfen uns mit den Mächten der Nordenenergie, also des Nordens, verbinden. Es ist eine Zusammenkunft der Mächte der Norden oder des Nordens, der Lüfte, und auch eben dieser weisen Magie, des Weltenbaumes, der Freiheits- und Friedensregen, der Befreiung, der Offenbarung, aber auch der Vergebung, der Berührung. Es ist eine sehr
wie sage ich denn, großmütterliche, großväterliche Energie, die ich da spüren kann. Also die Großmütter und Großväter stehen jetzt für uns ein, um uns zu unterstützen, als aktiver Gestalter des Lebens jetzt zu sein und nicht mehr zurückzuschauen, sondern das Alte ist vergänglich, es ist bereits gewesen. Wir dürfen uns da wirklich vollkommen befreien und aufmachen und da unterstützen sie uns jetzt. Also das ist für mich eine ganz neue Energie, sowas wie eine sanfte Energie, eine, ja, man nennt es vielleicht auch Abnabelung, eine Abnabelung von Energien, die wir nicht mehr benötigen, auch uns selber abzunabeln von unseren Ahnen und uns frei zu machen und einen neuen Weg zu beginnen. Also da geht es um die Neuschöpfung wieder, Neugeburt. Also ganz neue Ahnenreihe aus uns zu gebieren. Natürlich sind unsere Ahnen bei uns, aber wir gehen jetzt einen Freiheitsweg und da dürfen wir uns wirklich vollkommen frei fühlen und unsere lichtvollen Großmütter und Großväter begleiten uns, dass wir diesen Sanftmut jetzt haben und diese Berührung spüren, dass wir in diese Offenbarung eintreten dürfen, diese Freiheitswelle wirklich in all unseren Sinnen und Seinsebenen zu spüren. Und genau das ist jetzt die Synergie, die Synthese. Man spürt so eine starke Gemeinschaft, eine Freundschaft, ein Netzwerk, eine Community. Wir dürfen das soziale Netzwerk um uns nähren. Wir dürfen unsere Familie nähren. Das hat wiederum was mit der magnetischen Liebe zu tun, mit der magnetischen Energie, das ja alles verbunden ist und aus der Einheit strömt. Und genau das ist jetzt die Energie. Also da kommt natürlich die Libelle für mich immer sehr stark ins Feld, was so ein kleiner Feendrache natürlich ist, der uns darauf aufmerksam machen möchte, dass wir in unserem Herzen uns führen dürfen. Also Liebe ist der Weg, Liebe ist die Wahrheit. Wir dürfen uns auf unser Fühlen, auf unser Gefühl besinnen. Und das ist natürlich jetzt für den Evolutionssprung der Menschheit ein wichtiger Teil, dass wir nicht mehr verkopft sind, dass wir nicht mehr, wir können das auch gar nicht mehr verkopft sein. Wir können das Kopfwesen, also Kopf und Herz, vereinigen. Aber ganz besonders strömt alles aus dem Bereich des Fühlens, also von innen nach außen leben. Nicht mehr von außen alles in die Kontrolle zu bringen, sondern absolute Kontrolle freigeben und sich öffnen für die neuen Wunder. Öffnen für die Lichtheilungen. Öffnen für die Begegnungen der Menschen und Möglichkeiten, die dein Leben kehren. Und deshalb nehme dich wahr in deiner Hochsensibilität. Nehme dich wahr als Geschenk und Wunder, dass du hier auf Erden bist. Lasse die Seele mehr in dein Leben strömen. Lass sie in dich fließen. Umgebe dich mit einer starken Erdungskraft. Ja? Umgebe dich mit wundervollen Menschen, die deinem Wohle, dem Wohlwollen zum höchsten Wohle auch strömen möchten, die Gutes bewirken möchten, die jetzt sich ausrichten auf die Neuschöpfung, die schon neue Möglichkeiten kreiert haben. Vernetze dich damit, sprich dich aus und ja, bringe dich in deine Essenz. Und das ist genau das, was wir jetzt tun dürfen, dass wir uns in unserer Essenz erfahren dürfen, in unseren Möglichkeiten, in unserer vollkommenen Fülle. Und diese vollkommene Fülle, diese Besonderheit, die wir jetzt spüren, dieses Element, das fünfte Element, das ich immer so gerne nenne, das ist unser neuer kristalliner Körper, Lichtkörper genannt. Unsere Neuzeitchakren, die geboren sind, die schon in einer ganz anderen Bewusstseinsebene strömen. Ja, und das alles darf jetzt wirklich ins Bewusstsein kommen und wird auch kommen. Deshalb fülle dich heute ganz bewusst, umgebe dich mit dem Feuer- und Wasserdrachen, fülle dich mit der Flamme des goldenen Seins auf, das vor allem sehr eine feurige goldene Energie heute in uns strömen darf. Und deshalb segne ich dich jetzt von ganzem Herzen und freue mich auf unsere Begegnung in der Lebenskraftmesse für die, die dort geführt sind. Ich freue mich, dass wir diesen Monat Oktober in dieser unglaublichen, allumfassenden, göttlichen Wundermagie spüren dürfen. Und ich freue mich vor allem ganz besonders zur Vollmondin am 9. Oktober, am Sonntag um 29 mit dir in der Energieübertragung zu sein. Das ist Lebenskraft pur, Lebensenergie pur, die in dich strömen darf durch die Vollmondin. Genieße diese Energieübertragung und du kannst sie bei mir buchen. Du kannst alles finden unter meinem
YouTube-Video in der Infobox, wie du Zugang zur Energieübertragung bekommst, kannst dies buchen und bekommst dann einen Zoom-Link. Ich freue mich sehr und würde mich auch freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Ja, das wäre wunderbar, weil das ist für mich immer die größte Wertschätzung, die ich hier bekommen kann durch mein Wirken, durch mein Sein. Denn der YouTube-Kanal bildet für mich eine Zentrumsenergie, um uns zu verbinden, um auch Informationsquellen weiterzugeben. Und das darf auch wachsen, das darf jetzt sichtbar werden, damit mehr wundervolle Herzenslichter diese Möglichkeiten in ihr Bewusstsein rufen können. Für mich ist es jetzt wichtig, dass wir uns sichtbar machen. Und deshalb ist jeder Klick, jedes Teilen von dir eine ganz große Wertschätzung, die ich dir als Dankbarkeit hier entgegenbringen mag, weil es genau verbindet, was jetzt verbindet werden darf. So folge deinen Impulsen und deinem Herzen. Sei gesegnet.